Stimmt. Und außerhalb dieses Gebiets regnet es normalerweise auch. Also, müssen ja interessante Wolken hier in Hyrule sein. Beziehungsweise, wenn das noch Hyrule ist, ich weiß es gar nicht. Termina heißt die Gegend, wo du dich jetzt gerade befindest. Also, zumindest das Gebiet um unsere Stadt herum heißt. Der Vogel ist nicht da. Das sind die Ebenen von Termina, dann ist er doch nicht da. Dann musst du doch erst eine Flasche kaufen. Oh, wie dumm ist denn das designt? Also es ist ganz ehrlich, es gibt manche Dinge in diesem Spiel, wo ich mir echt denke, was haben die Entwickler geraucht? Oder eben nicht. Ja, das ist echt unnötig. Oder eben. Ja, also, das ist dann der Megapart hier, der hässliche Vogel. Oder sowas. Also, das werden mehrere Parts werden, also ganz ehrlich. Der Vogel alleine nimmt mehrere Parts ein. Ja. Die Abonnenten werden sich freuen. Vielleicht mache ich ja während der Vogel-Episoden Doppelparts. Mal gucken. Du kannst ja das Vogel-Spezial machen. Das Vogel-Spezial mit allem außer. Keine Ahnung, Schaf. Ich bin noch am Überlegen, vielleicht mache ich Doppelfolgen aus diesem Vogeldingens, wenn mir das jetzt zu lange dauert, weil eigentlich habe ich effektiv kaum was erreicht bisher. Ja, wie gesagt, das ist von mir nicht so geplant gewesen. Ich dachte eigentlich, du machst hier ratzfatz hier den Vogel fertig, holst die Geldbörse und dann. Oh, halt die Fresse! Shut up and take my money! Oh, was denn das? Oh Mann. Ganz ruhig. Abheben. So. Interessiert mich nicht. Nein! Elendiger Bastard, du elendiges Alter, irgendwann werde ich dich in Real Life sehen und dann werde ich dich erwürgen. Naja, solange das nicht der du kannst ja in Ocarina of Time gehen und da ist es ja so ein Bettler, den du einen Fisch verkaufen kannst. Ja, ich weiß. Habe ich auch schon mal gemacht. Du musst jetzt allerdings wieder zur Nacht warten, bis der Laden aufmacht. Wie war das? Ich kann noch vorspulen, oder? Ja, genau. Ja gut, halber Tag geht der jetzt. Dann ist 9 Uhr nachts. Jede Note doppelt. Also zweimal rechts, zweimal A, zweimal runter. Animationen mag ich ja. Kann es sein, dass der jetzt noch zuhört? 22 Uhr, ja. Ach so, das spult nicht stundentechnisch. Nee, sondern immer bis zum nächsten Tag bis zum Tagesabschnitt. Ah, okay. Dass du einen Tag hast, ja, das hatte ich vorhin falsch verstanden. Ja, das ist auch leicht misszuverstehen. Das ist genau wie, ich kann hier ein Beispiel nennen aus Final Fantasy, Technik Zeitschlag. Schaden berechnet sich aus der Spielzeit. Steht da. Eigentlich ist aber nur die Minutenzahl entscheidend. Okay. Nämlich immer die eine Stelle der Minutenzahl, je höher die ist, umso mehr Schaden. Aber das weißt du nicht. Na toll. Dann denkst du dir dann so, haha, ich habe schon so und so viele Stunden gespielt. Ja, und das ist völlig irrelevant. So. Was könnte man in den 4 Stunden machen? Ich weiß gar nicht. 4 Stunden sind das noch, ja? Ja, 22. 22 Uhr. Ja, mit 6 das Uhr, also 10. Ja, du kannst zur Oma gehen und dir die Geschichte in Anführungszeichen anhören. Genau das habe ich vorgehabt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt auch in der zweiten Nacht dann ist. Weil du kannst bei dem Kuriositätenhändler ja noch was. Was wollte die jetzt? Ich soll morgen früh wiederkommen. Das geht nicht, auch wie gemein.
Der Kuriositätenhändler hat noch was für dich, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob er das jetzt verfügbar hat oder nur in der letzten Nacht. Ah, Ärger, Stress, ich bin beschäftigt. Wenn ich so grün wäre, würde ich erstmal zum Arzt gehen. Also, der war ja... Was war jetzt mit dem Kuriositätenhändler? Er verkauft irgendwann auch noch was anderes, was nicht vorher geklaut wurde. Zumindest nicht von dir. Ich weiß nur nicht, ob er es jetzt schon hat oder erst später. Also in der letzten Nacht. Das kann natürlich auch sein. Du könntest höchstens irgendwo Gras. Ich meine, im Notizbuch hatte der ja, glaube ich, was in der letzten Nacht. Dann ist es wahrscheinlich auch in der letzten Nacht verfügbar. Möglich, ja. Was sind das eigentlich für Frauen? Das sieht aus, als hätten die nur Handtücher um. Das sind Tänzerinnen. Also ich finde das irgendwie komisch. Ja, das ist schon komisch, stimmt schon. Das sind Tänzerinnen, die sich neuen Tanz überlegen und die einen Tanzlehrer gebrauchen könnten. Aber Nick ist nicht interessiert, er will 10-Jährige haben. Eben. Er will 10-jährige kleine Mädchen vergewaltigen. Wobei eigentlich inzwischen wäre es ja normal, weil jetzt ist er ja wieder ein 10-Jähriger. Aber wenn er halt erwachsen ist, dann hat er halt seinen Blick drauf. Wobei er eigentlich trotzdem erst ab 14 dürfte. Genauso wie die Mädchen. Das ist egal. Er ist ja in dem Alter dann 17. Wurde ja in Japan produziert, da dürfen wir. Ich sehe schon das FSK, die FSK-Zuweisung auf YouTube. So. Genau. Freigegeben. Ja. Diese FSK-Zuweisung. Ich zeige hier weder noch irgendwas. Ich zeige ja nichts. Der große Typ mit der Glatze und hinten nebendran das Ohmchen. Schon fast. Paradox. Nein, ein bisschen klischeehaft, weißt du, da ist dann. Fehlt eigentlich gerade noch, dass er ein Muskelprotz ist. Ein muskelprotziger, glatzköpfiger Verkäufer und nebendran das arme, zierliche Öhmchen. Muss man sozusagen. Umileinchen. Ich wüsste jetzt nicht, was so klischeemäßig denn so. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Kennt ihr das nicht so? Da nur diese großen, bösen Typen und dann so ein Muttersöhnchen? Ach so, du meinst wie sie bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt. Der Biff wohnt ja auch bei seiner Oma und ja, egal. Da kann jetzt wahrscheinlich keiner mehr mitreden, keine Filmgeschichte gesehen, ey. Ich finde ja dieses Smiley ja sehr interessant. Wandmalerei. Diese blöden Graffiti-Sprayer. Unmöglich, die Jugend von heute. Das waren bestimmt die Bomber, da bin ich mir sicher. Könnte ich mir mal vorstellen. Aber wundert mich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich meine, das Ding heißt Unruhestadt. Da ist bestimmt nie Ruhe. Nein, das wäre zu offensichtlich. Da ist immer Ruhe. Eben. So. Eine Dreiviertelstunde noch. Eine Dreiviertelstunde bis was? Bis der Laden aufmacht. Jetzt ist es gleich noch eine halbe Stunde. Ach so, diese Sonne da unten, ne? Genau. Ja, also wir machen wieder ein Let's Rage. Link zieht extra das Schwert dafür, damit es wieder ein bisschen cooler aussieht. Wie wär's mit ein bisschen Musik? Dünn, beziehungsweise, wisst ihr was? Hier. Wir gucken uns mal diese unglaublich schönen Grafiken an. Ja, natürlich. Vorsicht, FSK 18 und so, ne? Naja, gut, wegen FSK 18 gucken wir uns halt jetzt kleine Kinder an. 10, oder? Ja. Also, mit kleinen Kindern, also, das hätte jetzt falsch verstanden werden können, ja, also, okay. So. Ja, der Laden ist offen. Ja. So. Ich hab die Flasche wieder abgeliefert. Sollen wir doch hoffen. Und ja, sonst ist nichts da. Ja, musst du in der letzten Nacht. Irgendwie. Also, sieht aus wie mal, so ein Zuhälter. Kann ich ja nur mal empfehlen, in der letzten Nacht bei dem nochmal vorbeizukommen. Was passiert eigentlich, wenn. Also, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt praktisch die Zeit resetten würde, während er das Item noch hat?
Keine Ahnung, ich weiß es wirklich, ehrlich gesagt nicht. Also die eine Möglichkeit ist ja, dass es nicht resettet wird wie die Bank oder dass es eben resettet wird und das Item einfach verschwindet. Ja, dann habe ich plötzlich nie wieder ein Schwert und das Spiel wäre geklitscht und dann könnt ihr von vorne anfangen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so sein, genau aus dem Grund, weil es, um diesen Fehler eben zu vermeiden. Oder Nintendo hat wieder mal nicht mitgedacht. Naja. Jetzt muss ich mich um eine bestimmte Person kümmern. Person? Ja. Ohne Diebstahl diesmal. Hm? Ohne Diebstahl. Ja. Weil sonst haut das Vieh ja wieder ab. Ich hab bloß vergessen, vorhin ein Schild zu drücken. Ich wollte Schild drücken, hab's völlig verpeilt. Deswegen ging's schief. Aber gerne, wenn du die Bombentasche, die hast du jetzt gekauft, du musst dran denken, die auch noch Bomben zu kaufen. Oder kann man die irgendwo farmen? Du findest die in Gräsern. Ah, okay. Du kennst das nicht, du gehst raus mit dem Rasenmäher, machst das Gras klein und dann findest du eine Bombe, ist doch klar. Ja. Also das müsstest du doch eigentlich auch kennen. Das ist doch bei jedem im Garten so. Also so in Vietnam oder so ist das ja wirklich so. Dann bist du im Acker und dann findest du einfach mal noch so eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder sowas. Da haben sie sich wohl inspirieren lassen. Möglich. Aber ich denke einfach mal nicht, dass Zelda irgendwo im Zweiten Weltkrieg spielt. Eher nicht, nein. Musst du doch mal langsam... Hast du schon mal seine Eltern gesehen? Biene, er ist... noch am Leben. Lauf nicht zu weit, sonst gehst du ja Richtung Grand. Ich weiß. Wie war das? Ich ja sowieso noch beim letzten Tag mal vorbeischauen muss. Ja, stimmt. Da kannst du mal eine Erfahrung bringen. Werde ich ja gleich danach machen, wenn ich hier fertig bin. Wie war das? Du wolltest da noch mal rein? Nein, ich wollte eigentlich nur Anlauf nehmen. Da ist es passiert. Ich wüsste zwar gerade nicht mehr, welche Stelle das war, aber... Das Rennen, wo du nochmal zurück zum Rennen bist, obwohl du eigentlich ach nur... Achso, ja. Da den See lang. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wo du dann die Seerosen nicht gekriegt hast. Die Seerosen waren ja auch toll teilweise. Du warst drauf. Ja, ich hab's genau gesehen. Also das kann's echt nicht sein. Also das ist schlecht so programmiert. So, und jetzt habe ich was bei der Bank einzuzahlen. Mhm. Ja, und wie gesagt... Ja, beim Anbruch des dritten Tages, des dritten oder letzten Tages, wie so schön da unten drin steht immer, ist der Fels weg, weil der Arbeiter es geschafft hat. Und dann kannst du auf die Ranch gehen und gucken, was da so los ist. Jo, ich werde jetzt erstmal zur Bank gehen, einzahlen, dann werde ich auf die Ranch gucken. Ich habe ja dann so einiges erledigt inzwischen. Also, ich hätte den Vogel mindestens 3 oder 4 Mal verprügelt. Das ist nämlich so einiges. Auf der Ranch kann man auch so einiges erleben, aber find das mal heraus. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe niemals irgendwie Interesse oder Spaß dran gehabt bei der Idee an eine Pferde-Ranch oder sowas. Und deswegen habe ich auch schon in Ocarina of Time diese Ranch da, also dieses Marlons Farm da oder was das war, habe ich einfach grundsätzlich am Anfang so ein bisschen ignoriert, weil ich wollte gar nicht wissen, was da abgeht. So. Tja. Aber naja. So, wenn du hier die Farben weglässt, dann verpasst du was. Verpasst man ja auch bei Ocarina of Time was. Flasche, das Pferd. Pferd, so nebenbei, ne? Also, bis jetzt muss ich übrigens dazu sagen, also. Dungeon, also storytechnisch bin ich bisher von dem Spiel sehr beeindruckt. Sehr. Gefällt mir sehr. Was allerdings die Nebenquests bisher angeht, die sind. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich was Tolles an den Nebenquests bemerkt. Das ist so unglaublich. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht das Gefühl bisher, dass es viele Nebenquests gibt. Gehst du jetzt zu Ranch oder willst du den Vogel nochmal töten?
Ich werde den Vogel töten, bis die Ranch offen hat. Ach so. Ich weiß, dass es nicht sehr spannend wird, aber... da habe ich wenigstens was zu tun. Aber ich habe mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellt dafür, dass er so viele Rubine droppt. Er hält einfach nur viel aus und kann halt Sachen klauen. Ja, das Klauen ist das Einzige, was jetzt mich ankotzt. Du hättest ihn dir schlimmer vorgestellt. Vogel klaut Schwert. Nein, das. Ich meine jetzt vom Aushalten her. Du kannst Schwert nur in der Nacht kaufen für 50 Rubine, die du kaum farmen kannst ohne. In Ernst? Ich liebe die Steuerung in diesem Spiel. hat er gerade wieder die Flasche gebaut? Aber ich habe ihm das sowieso empfohlen, mal in der letzten Nacht vorbeizuschauen. Jetzt kommt er wahrscheinlich auch zu. Nee, vielleicht schafft er es noch, aber der Laden macht bald zu. Ja, wir gucken mal. Probier's mit der Rolle, da bist du schneller. Wie auch immer das mit der Eule ging, habe ich schon mal vergessen. Ja, mit der Rolle, nicht mit der Eule. Mit was? Die Rolle. Die Rolle. Roll dich auf den Boden. So langsam wieder die Zeit, das habe ich zwar nicht geweint, aber okay. Ich weiß, ja, was du meinst, aber das ist einfach mal jetzt eine kluge Idee. Ja, nur, ja, dann schafft das vielleicht noch. Bevor der Laden geht. Er muss ja noch Geld abheben. Ja, ja, klar. Das wird ja. Während ich labere, wird ja wohl nicht die Zeit vergehen. Nee, tut's auch nicht. Aber wenn du wieder 5 Anläufe hast. Also ich meine, logisch wär's natürlich, aber ich kenne Spiele. In Spielen ist es allgemein so, dass du während Textdialoge einfach eine Pause hast. Das ist immer so. Das ist in jedem Mario-Spiel so, da bleibt jeder Gegner stehen. Das ist in jedem Zelda-Spiel so, da bleibt jeder Gegner stehen. Also ist da auch die Zeit voll einfach auf. Das heißt automatisch, wenn ein NPC redet, dann tut er praktisch damit die Zeit, das Zeitraumkontinuum. Ja. Unterbrechen. Pausieren. Vor allen Dingen, da er sowieso schon durch die Zeit reisen kann, also. Pass auf, dass du nicht zu viel abhebst. Der wird irgendwann noch arm, wenn er sich weiter beklauen lässt. So. Ich sag ja, er hätte es fast nicht machen müssen. Wenig wie er gewinnt. Also, wie er Gewinn gemacht hat. Also, wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Was ist eigentlich, wenn man in einem Haus ist und es schließt, dann zu der Zeit, wo man drin ist? Wird man dann rausgeschmissen, oder? Ich glaube, ja. Kann sein, ist ja auch egal. Da kommt dann Text, wir schließen jetzt, geh nach Hause, Kleiner, oder so. Und wirst dann raus teleportiert. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spielen wir mal wieder. Ist gleich der letzte Tag angebrochen, dann ist die Farm offen. Mhm, habe ich wenigstens was zu tun. Ja, hast du wenigstens diesmal ein bisschen was für die Sidequests getan. Mhm. Und für dein Auto. So, und dann werde ich wenn ich mit der Farm fertig bin, so halbwegs oder so, keine Ahnung, dann werde ich einfach mal auf, warte mal, war grün die normale Geschwindigkeit? Ja. Ah ja, stimmt, ich wollte ja jetzt die normale Geschwindigkeit. Ja, damit du so. Geh doch einfach schon mal durch, ich meine, es ist ja gleich 6 Uhr morgens. Hm. Ja, das dann. Na, werden sie gleich sehen. Außerdem steht da ja auch noch eine Eule, die kannst du ja auch aktivieren, dann kannst du da auch mal hinfliegen. Okay. Mit was fliegst du da hin? Er hat doch ein Lied bekommen. Das Lied der Winde. Oder Lied der Schwingen. Damit kann man an die Eulenstatuen reisen. Okay.
Irgendwie habe ich das nicht so realisiert gehabt in dem Moment, glaube ich. Ja doch, dadurch, dass ja die Dämmerung in Szene gesetzt wird, danach müsste der Felsen weg sein. Wie durch Zauberei. Er hat's geschafft. Da fliegt die Elfe, die Schwule. Ja, die schwule Elfe, ja. Ja, auf der Farm gibt's auch mehrere Sachen zu machen, das ist... Aber wie gesagt, zeitabhängig und erfordert gewisse Kräfte.